Eines Tages fragten die Jünger Jesus: Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, wie man betet. Sie wussten, wenn Jesus gebetet hatte, dann hatte er Kraft. Dann hatte er ganz viel Liebe für die Menschen in seinem Herzen. Dann konnte er die Herausforderungen annehmen. Lehre uns beten, Jesus. Sag uns, wie du das machst. Und jetzt dachten sie, er würde so eine Trickkiste auspacken und sagen: Diese 10 Punkte müsst ihr beachten und dann klappt es bei euch auch mit dem Beten. Aber Jesus macht es anders. Er sagt: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er gibt ihnen das Vater unser auf ihre Frage, wie man betet. Interessant. Ich habe das Gefühl, dass ich das Vater unser ganz oft unterschätze. Ich erinnere mich an eine Situation. Wir fuhren nach Rumänien. Wir waren gerade morgens früh über die Grenze gekommen. Wir fuhren auf eine Kreuzung zu und es kam zu einem ganz tragischen Unfall. Ein PKW mit 3 jungen Männern, die ein Auto aus Deutschland importiert hatten, schossen über die rote Ampel und knallten genau in unseren Bus. Einer dieser Männer ist auf der Unfallstelle verstorben, der zweite war sehr schwer verletzt und der dritte war leicht verletzt. Für unsere Gruppe war das eine Katastrophe. Die rumänische Polizei kam und sagte: Ihr bleibt hier stehen, bis wir euch die Erlaubnis geben, weiterzufahren. Stunden vergingen. Es wurde Mittag, es wurde Nachmittag und es wurde Abend. Immer noch hatten wir nicht die Erlaubnis, weiterzufahren. Und es fühlte sich unfair an. Rechneten die rumänischen Polizisten damit, dass wir unser Portemonnaie ziehen würden und Euros bezahlen würden, um die Erlaubnis zu bekommen, weiterzufahren? Eine Mitarbeiterin sagte: Wollen wir nicht das Vaterunser beten? Und ich dachte: Was für eine merkwürdige Idee, wieso das Vaterunser beten? Aber ich dachte: Warum nicht? Und so stellten wir uns hinter den Bus, falteten unsere Hände und beteten das Vaterunser. Und dann kamen wir zu der Stelle: Und erlöse uns von dem Bösen. Und es war unglaublich, wie diese Bitte diese Situation aufnahm. Diese Bitte passte genau. Hol uns bitte hier raus, Gott. Wir sitzen hier in der Klemme. Wir werden nicht fair behandelt. Und erlöse uns von dem Bösen. Und so habe ich gemerkt, wie das Vaterunser für diese Situation genau die passenden Worte hatte. Kurze Zeit später ging ich ins Krankenhaus, um eine Frau zu verabschieden, die kurz vor ihrem Tod war. Und sie hatte mich gebeten, sie noch einmal zu besuchen. Und so stand ich an ihrem Bett und fragte: Was kann ich für dich tun? Und sie sagte: Das Schönste wäre, du würdest noch einmal das Vaterunser mit mir beten. Und wieder habe ich das Gebet unterschätzt und dachte: Habe ich nicht selber vielleicht viel passendere Worte für diese Situation? Und wir beide falteten unsere Hände und sprachen das Vaterunser. Und dann kamen wir zum Schluss des Gebets: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mit diesem Ausblick, mit dieser Perspektive haben wir das Gebet beendet. Mit Blick auf die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Ich finde es erstaunlich, wie ich immer wieder erlebe, dass das Vaterunser in die ganz unterschiedlichen Situationen meines Lebens passt. Und dass es manchmal viel bessere Worte hat, als ich mir überlegen könnte. Vielleicht gebt ihr dem Vaterunser auch nochmal eine neue Chance und probiert es aus in den unterschiedlichen Situationen eures Lebens. Musik.